Beim Anziehen. Nee. Ja. Ich filme. Ah, ist das cool. Die laufen direkt vor uns her. Nein, den muss ich jetzt filmen. Ruhe. Ja, überholt. Das muss jetzt unbedingt festgehalten werden. Wie Hajo mit den Zeltstangen kämpft. Alles im Griff. Also wir sind auf dem Weg zum Nordkap. 400 Kilometer haben wir schon geschafft. Und jetzt haben wir beschlossen, wir stellen jetzt hier auf einem wunderschönen Campingplatz unser Zelt auf. Mücken sind auch schon da. Das ist unser Auto. Gutes Teil. Wir hatten eigentlich ein Polo angemietet, aber der war nicht da und jetzt haben wir halt so einen größeren Ford bekommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das Ziel, es ist vollbracht. So schlimm war das doch gar nicht. Nur die Mücken, die werden uns heute auffressen. So, wer macht denn da Probeliegen? Ja, wer ist denn da drin? Wo ist denn der Hund? Ja. Probeliegen. Olisiko siellä jo lapsille? Olisiko siellä musta tulla katsoa harreja? He on kalastanut tuosta Tenojoesta. Das wird wohl. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, ob das ein schönes Video wird. Aber diese Gegend hier ist so atemberaubend, das muss ich jetzt einfach mal aufnehmen. Hier ist eine Ecke schöner als die nächste. Wir fahren Richtung Nordkap. Und ich bin sehr gespannt, ob das heute was wird mit unserer Wanderung zur Spitze. Und dann anschließend beobachten, wie die Sonne im Westen untergeht, um danach gleich im Osten wieder aufzugehen. Dann wollen wir dort übernachten in unserem gemütlichen Zelt. Das ist das touristische Nordkap. Ich will nicht allzu viel erzählen. Wir sind fast an unserem Nordkap, an dem richtigen Nordkap. Hier hört man so schön die Barentssee rauschen. Also Hajo meint, da liegt unser Gepäck. Er meint, ich muss unbedingt filmen, wo der Hund liegt, weil wir haben nämlich extra ein Zelt gekauft mit Hundegarage. Warte, ich mach das mal auf. So, guck, da schläft der Hund. Ja, gute Nacht. Nein, mach schnell wieder zu. Da ist der Hund. Und er schläft direkt Popo.